Hallo, ich begrüße euch zu Johannes Gunsenheimer Schminktipps und will euch gleich am Anfang wieder mit einem Make-up begeistern. Jo, das ist wieder mal sowas da. Dann schmiere ich mir das Ganze halt mal wieder ins Gesicht. Das ist diesmal eine etwas dezentere Farbe. Das heißt, nicht ganz so auffällig und das könnte mir ausnahmsweise vielleicht sogar mal stehen. So. Noch ein bisschen. So, also ganz ideal, wenn man zu viel gesoffen hat und die Röte im Gesicht ein bisschen übertünchen will. Also nicht, dass ich jetzt zu viel gesoffen hätte. Das nur als Vorschlag, wenn man damit öfter ein Problem hat. So. Jo, also der Farbton steht mir vielleicht sogar ein bisschen. So, dazu kommt wieder ein absolut mega geiler Lippenstift. Riecht nach Erdbeeren, schmeckt auch ein bisschen nach Erdbeeren. Jo. Lassen wir's mal so. Dazu habe ich jetzt etwas hier, was ich jetzt erstmal, ja, das schaut aus wie Wimperntusche. Das ist jetzt Wimperntusche, die jetzt eher für festere, also stärkere Wimpern geeignet ist. Also Vorsicht, wenn man mit sowas überhaupt keine Übung hat, ja. Sollte man vorsichtig sein, sonst schaut scheiße aus. Nee. Gut, das übe ich am besten nochmal. Auf jeden Fall ist das hier Wimperntusche für eher dickere Wimpern. Das Ganze wird noch gegipfelt mit einem super sexy Eyeliner. So soll es nicht aussehen, ich weiß. Also wenn ihr viel Fantasie habt, dann stellt euch jetzt einfach mal vor, ich hätte mich richtig geschminkt und würde mich mit dem Zeug auskennen. So. Ich fühle mich schon 30 Jahre älter. Am Ende kommt noch sowas da dazu. Das ist so ein Spray, damit kann man das Make-up im Gesicht festigen. So. Wenn das Zeug nichts taugt, dann werden damit noch Fliegen gejagt.
Nee. Da gruselst du mich ja vor mir selber. Also, ich werde mich gleich wieder abschminken. Hoffentlich sieht mich bis dahin keiner. Tschüss.